Das Orgelporträt. Die Österreich-Orgel in Sontheim vor der Rhön. Sontheim vor der Rhön ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld und ein Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Ostheim vor der Rhön. Die fränkische Siedlung Sontheim wurde wohl schon im 6. Jahrhundert gegründet. 789 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung. Bis 1335 war Sontheim der bedeutendste Ort im Baringau und Sitz des Zentgerichtes. Zwischen 1230 und 1435 unterstand der Ort dem Hochstift Würzburg und kam dann zum Amt Lichtenberg, welches bis 1548 zur Grafschaft Henneberg-Röhm hielt und ab 1555 zu verschiedenen ernestinischen Herzogtümern gehörte, zuletzt ab 1741 zu Sachsen-Weimar-Eisenach. Ab 1808 lag Sontheim in der Exklave Ostheim innerhalb des Königreiches Bayern. Und damit gehörte es auch ab 1920 zum Freistaat Thüringen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam Sontheim zu Bayern, doch sind aufgrund der früheren Landesherrschaft die Dörfer dieser ehemaligen Exklave im Gegensatz zum katholischen Umland bis heute überwiegend protestantisch. Die Pfarrkirche des Ortes ist eine im 16. Jahrhundert erbaute und 1605 erweiterte Chorturmkirche. Sie ist in ihrem Inneren prächtig ausgestattet und ausgemalt. Die Decke des Kirchenraums ziert eine große Darstellung der Himmelfahrt Christi von Johann Peter Herrlein, der auch den reich geschnitzten Kanzelaltar von Caspar Hippeli farbig gefasst hat. Wer die Kirche in Sontheim besichtigt, sollte im Übrigen nicht versäumen, dem angrenzenden, liebevoll gestalteten Bibelgarten einen Besuch abzustatten. 1699 erhielt die Kirche eine neue Orgel durch den Meininger Hoforgelmacher Matthäus Obermüller, die über dem Altar in der Emporenbrüstung stand, also auf der heute leerstehenden Empore über der Kanzel. 1818 beschloss man, eine neue Orgel zu bauen und die Gebrüder Österreich aus Oberbimbach, Johann Georg und Johann Adam, mit dem Bau zu betrauen. Das 1819 vollendete Instrument ist heute die einzige in Unterfranken erhaltene Arbeit der Familie Österreich. Zu Beginn erklang ein Präludium in C-Moll des fränkischen Komponisten Johann Krieger. Drei kleine Orgelstücke von Johann Gottfried Vierling, der aus dem gar nicht weit entfernten Orte Metzels bei Meiningen stammte und in Schmalkalden um 1800 wirkte, sollen nun einige der zahlreichen klassizistischen Farben der Sontheimer Orgel hören lassen.
Die Geschichte der Orgelbaufirma Österreich aus Oberbimbach bei Fulda beginnt Mitte des 18. Jahrhunderts mit Jost Österreich, einem Schreiner und Orgelbauer, über dessen Ausbildung wir wenig Konkretes wissen. Sein Sohn Johann Markus Österreich, 1737 geboren, sollte zum bedeutendsten Orgelbauer der über fünf Generationen wirkenden Österreich-Orgeldynastie werden. Von ihm sind eine ganze Reihe kleinerer und mittelgroßer Instrumente mehr oder weniger original erhalten, die im Laufe der Zeit sämtlich in dieser Reihe vorgestellt werden. Johann Markus Österreich erreichte das für jene Zeit hohe Alter von 95 Jahren und stirbt 1833. Er hatte zwei Söhne, den 1770 geborenen Johann Georg und den sechs Jahre jüngeren Johann Adam. Beide erlernten ihr Handwerk natürlich in der väterlichen Werkstatt und arbeiteten von frühester Jugend an bei den Orgelbauten Johann Markus Österreichs mit. Die erste selbstständige Orgelarbeit des älteren Sohnes Johann Georg war eine Reparatur in Großen Taft 1795, dann im Jahr 1800 ein erster eigenständiger Neubau in Marbach bei Fulda. Diese Orgel ist allerdings nicht erhalten. In den Jahren zwischen 1795 und etwa 1820 ist es häufig schwer, eine Arbeit der Österreichs konkret dem Vater oder einem der beiden Söhne zuzuordnen, da sie häufig gemeinsam arbeiteten. Lediglich die Prospektform deutet an, ob Johann Georg oder Johann Adam Österreich der Urheber war. Während Johann Georg Österreich ausschließlich Prospekte in eher klassischen, nachbarocken Formen baut, so finden wir bei Johann Adam Österreich stets deutliche Anklänge an klassizistische Formen. Der künstlerisch bedeutendere der beiden Söhne war Johann Adam Österreich. Er knüpfte auch an frühere Aufträge der Familie im Westfälischen an und war von 1825 bis 1827 mit Umbaumaßnahmen an der berühmten Orgel der Klosterkirche Corvey bei Höxter beschäftigt und übrigens gleichzeitig als deren Organist angestellt. Die 1819 fertiggestellte Orgel in Sontheim war ein Gemeinschaftswerk der beiden Brüder. Der sehr klassische Prospektaufbau lässt Johann Georg als federführenden Planer vermuten. 1874 wurde die Orgel durch Georg Markert aus Ostheim vor der Rhön umgebaut. Im 20. Jahrhundert fanden weitere Veränderungen statt. Die letzte umfassende Restaurierung wurde 1978 durch die Firma Gebrüder Hai aus Urspringen in der Rhön ausgeführt. Zur Erbauungszeit der Orgel war Christian Heinrich Rink einer der bekanntesten Organisten und Komponisten im mitteldeutschen Raum. Er ebnete hierzulande mit seiner Orgelkunst den Weg vom Klassizismus zur Frühromantik, konnte aber auch ganz klassisch schreiben. Österreich-Orgel in Sontheim vor der Rhön, die 1819 von Johann Georg und Johann Adam Österreich vollendet wurde, besitzt nach einigen Umbauten heute wieder eine dem Original angenäherte Disposition mit 22 Registern auf zwei Manualen und Pedal. 10 Register stehen im Hauptwerk, das ebenso wie das Oberwerk vom Ton Groß C bis zum dreigestrichenen F ausgebaut ist. Der klassische Prinzipalchor steht auf 8 Fuß Basis und ist über die Oktaven 4 und 2 Fuß nebst Quinta 3 Fuß lückenlos nach oben geführt. Grundiert wird der Klang von einem Quintaton 16 Fuß und schattiert von Gedackt, Viola di Gamba und Salizional 8 Fuß und einem Gemshorn 4 Fuß. Als Klangkrone besitzt das Hauptwerk eine vierfache Mixtur.
Das farbenreiche Oberwerk ist mit 7 Stimmen besetzt. Wir finden hier Gedackt und Flauto Traverso 8 Fuß, Prinzipal und Spitzflöte 4 Fuß, ein Flageolett 2 Fuß, eine dreifache Mixtur sowie eine Hautbois 8 Fuß. Das bis zum eingestrichenen C geführte Pedalwerk besitzt Subbass, Violon und Posaunenbass 16 Fuß, ein Violoncello 8 Fuß und einen Oktavbass 4 Fuß. Interessant und im Oeuvre der Österreichs sehr selten ist der in der Mitte über dem Spielschrank einschaltbare Zimbelstern, der über ein Windrad angetrieben wird. Der einzige Nachteil des wunderschönen und mit viel Holz ausgestatteten Kirchenraums ist die relativ trockene Akustik. Hören wir abschließend nochmals ein Werk von Christian Heinrich Rinck, Adagio und Fuge F-Moll, aus Rincks um 1820 weit verbreiteter Sammlung Opus 55.